Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder nach langem ein klassischer DM-Haul. Ich habe ein bisschen gesammelt über die letzte Zeit, weil meistens sind meine DM-Einkäufe irgendwie Snacks, vor allem für meinen Kleinen oder Haushaltssachen, die sich gerade wieder aufbrauchen. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt richtig, richtig viel. Auch richtig viel mal für mich. Es gab einen Aufsteller im DM. Tudum. Dem haben sie mich gekriegt, der war so schön. Ich habe auch einige Neuheiten hier im Video für euch. Einiges ist so neujährisch. Und zwar einmal von Catrice. Den wollte ich schon so lange haben. Dieser Double Duo Contour Stick. Also einfach mal so ein braunerer Ton zum Konturieren und dann halt eigentlich so ein hellerer Highlighter. Mir ging es eigentlich mehr um den Ton. Auf den bin ich sehr gespannt, weil das ist auch etwas, was es so selten in der Drogerie gibt. Ich glaube nur von NYX. Und NYX gibt es ja nicht in jedem DM. Deswegen war ich froh, das mal zu finden, weil ich verwende ja immer Fenty. Habe mich jetzt mal für den mittleren Ton entschieden. Und der Rest ist alles Essence. Richtig coole Sachen. Und zwar ein flüssiger Blush. Ich habe in dem vorletzten Video den von Catrice mal ausprobiert. War so, es war aber okay. Aber habe ja noch gesagt, ich möchte so einen pfirsicherigeren Ton, vor allem für den Frühling. Und da bin ich da fündig geworden, das ist der Ton Coral Crush. Also ich hoffe, der ist da nicht so rötlich, der sieht auch schon mal heller aus. Gibt direkt Glow und Frische. Und dann habe ich noch den Highlighter dann auch gleich mitgenommen. Das ist so ein bronzigerer Ton, das ist jetzt Breezy Bronze heißt der. Ja, ich fand das ganz, die ganze Aufmachung ganz nice. Auch mit diesem Stift, nicht Stift, so Kissen. Bisschen wie diese Charlotte Tilbury, diese gehypten Dinger. Und das sieht auch richtig schön aus. Also Packaging wird immer schön in der Drogerie. Der Magic Filter Glow Booster von Essence. Also ist so ein bisschen verwirrend. Okay, was ist es jetzt? Ist es Make-up, Highlighter, Filter? Aber ich glaube, der macht einfach schön. Der ist so zum Glow reinbringen. Den könnt ihr alleine verwenden als Highlighter oder in die Foundation mischen, habe ich so verstanden. Und auch das jetzt wieder für Frühjahr, Sommer, richtig geniales Produkt. Ich habe jetzt wieder Medium. Ich bin ja meistens Medium. Also ihr seht, Glow ist einfach so mein Thema. Ich liebe es bei meinem Make-up, bei meiner Hautpflege. Ihr müsst halt auch immer gucken, dass eure Haut gut vorbereitet ist. Also so die Base ist wichtig. Ich habe ja den Glow meines Lebens dank dieses Vitamin C Serums. Das ist jetzt von Yepoda. Wollte euch hier nochmal kurz empfehlen, weil das letztes Mal ausverkauft war. Und es ist sehr schnell ausverkauft, weil es so beliebt ist. Leute, ganz, ganz schnell, bevor es wieder weg ist. The C-Boost Hero mit 15% Vitamin C. Ihr habt einen Soforteffekt, dass ihr so einen Glow habt und ich verwende es jetzt schon einige Wochen. Und es macht so ein schönes Hautbild. Es bringt Leben in euer Gesicht, Leute, wenn ihr da morgens müde vorm Spiegel steht. Und dann noch super gerne in der Kombination zurzeit. Wieder habe ich für mich entdeckt Hyaluron Spray. Das mache ich dann so als Zwischenschritt. Und die zwei zusammen machen schon alleine so ein super glowy Gesicht, schon bevor ich meine Tagespflege, die dann noch drauf kommt, drauf mache. Also ihr Puder kriegt ihr nicht bei DM, kriegt ihr aber im Shop auf jeden Fall. Und das Coole ist, ich habe für den Shop auch mal wieder einen Rabattcode für euch. 20% auf alles mit Vanya Glowy. Geht auf den Link, dann ist der auch schon automatisch drin. Und das sind meine aktuellen Favoriten. Und weg vom Ton zu den Lippen. Tinted Kiss Hydrating Lip Tint. Das hat mich auch so angesprochen. Das hat so alles vereint, was ich suche. Ich liebe Lip Tints, aber ich mag es nicht, dass die austrocknen. Dann mag ich die Lippenöle, aber die müssen gut halten. Und es ist auch ein wunderschöner Rosé-Rosenholzton, obwohl der eigentlich Coral Colada heißt. Aber ich fand den gar nicht jetzt so korallig. Halt wirklich die Lippen schön eintönt und den ganzen Tag hält, aber dann auch Feuchtigkeit zurückgibt. Und das ist so oldschool. Gab es nicht mal, war das Maybelline oder irgendjemand, wo die so gehypt waren, diese kleinen Gloss-Dinger, hießen die nicht Lip Bomb oder sowas? Ne, der heißt jetzt Juicy Bomb, aber wahrscheinlich inspiriert davon. Shiny Lip Gloss, ich dachte einfach so für die Handtasche, was, wo man so schnell drüber geht, wenn die ja, Lippen so ein bisschen farblos und trocken sind, auch eben in so einem koralligeren Ton. Ist einfach gerade voll mein Favorite, Proud Papaya heißt der. Der hat so ganz, ganz leichten Schimmer drin, aber es ist kein Glitzer, Lips oder sowas. Ja, Glow, 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 Leute, es geht schimmerig weiter. Bald seht ihr mich von weitem wie so ein Disco-Kugel leuchten. Und zwar, das ist neu und limited Bloomy Paradise Shimmer Body Fluid von Balea. Das habe ich so angesprochen. Alles, was jetzt auch schon so nach Sommer und Urlaub aussieht. Mit Hibiskus-Extrakt für Gesicht und Körper. Also einfach wieder so ein richtig schöner Schimmer. Wenn ihr einen Top tragt fürs Dekolleté, wo ich das auch total liebe, ist, wenn man einen Rock tragt oder Shorts und dann über die Beine nochmal drüber. Und auch aus der Reihe quasi, Bloomy Paradise, fand ich auch interessant, Wet Skin Body Lotion. Also die ist jetzt speziell dafür konzipiert, dass ihr die auf die nasse Haut noch auftragt, damit es besser die Feuchtigkeit so versiegelt.
Da könnt ihr mir wie bei allen Produkten hier gerne auch eure Erfahrung schreiben. Falls ihr die Sachen schon mal ausprobiert habt, bin ich neugierig. Und das hat halt auch so nach Urlaub gerochen. Ich liebe es. Hab mir aber nochmal so was Reichhaltigeres mitgenommen. Cremeöl Bodylotion mit Arganöl und Kirschduft. Arganöl drin hat und Kirsche liebe ich gerade auch. Alles so mit Kirsche, Kirschduft, Kirschenessen, Kirschendesserts. Ja, einfach nochmal mit 40% Ölanteil. Das heißt einfach nochmal so was schön Reichhaltigeres, so ein kleiner Hybrid. Mehr wie eine Bodylotion, nicht so ölig wie ein Öl. Und dann kann man hier 2 in 1 genießen. Und ein Duschgel, auch Summer Vibes. Gab es wieder ganz viele neue Duschgele bei Balea. Die sind schön günstig, finde ich teilweise auch wirklich, ja, also vom Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich gut. Vor allem, wenn man sowas Spezielleres sucht, ne? Spezielle Düfte. Und der hier duftet jetzt nach Pfirsich und, habe ich noch nie in meinem Leben gehört, Bougainvillea. Ich gange Bougainvillea. Duftet nach Pfirsich und Bougainvillea. Das muss diese Blume hier sein, diese schön rosane, ja, richtig schön blumig, frisch. Und so wie drauf steht, es riecht auch wirklich nach Pfirsich, also kann man nicht meckern. Deine Gedanken schweifen und stell dir vor, du bist... Weiß nämlich nicht, ob wir durch den Umzug nochmal einen Urlaub schaffen. Das wird ein bisschen schwierig und dann kommt auch schon das Baby. Deswegen muss ich mich so mit Produkten in den Urlaub träumen gerade. Ja, apropos Baby, mein erstes Baby. Leute, es ist jetzt bei uns angekommen. Also auch schon länger, wir sind richtig mittendrin. Paw Patrol. Ich sag nicht viel dazu, wer es kennt, weiß Bescheid. Bei anderen Kindern ist es wieder was anders. Zu meiner Zeit war es einfach Mickey Mouse. Und heutzutage gibt es so viel. Aber Paw Patrol ist halt wirklich überall, Leute. Es ist wirklich manchmal schon gruselig. Aber es ist auch ein Motivationsfaktor manchmal. Wie jetzt hier dieses Duschgel und Shampoo mit Spülung drin. Das fand ich ganz gut. Ist das Thema Haare waschen so ein bisschen weniger. So ein bisschen weniger schlimm. Er macht es immer besser. Aber wer ein Kind hat, weiß, die waschen einfach nicht gerne Haare. Mit Apfelduft und ja, riecht wirklich sehr, 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 sehr gut. Also, ach so, von der Marke Mabien Kids. Das war doch mal Höhle der Löwen, ne? Bei denen läuft gut. Die haben schon mittlerweile vieles und ist auch Naturkosmetik. Passend dazu, Leute, auch da bin ich eingeknickt. Was machen Kinder auch manchmal nicht so gerne, wo man manchmal ein bisschen diskutieren muss? Hände waschen. Auf jeden Fall Sacrotan, dieser Spender, da gibt es ja auch verschiedene Einsätze dafür. Das ist einfach die Kids-Seife. Ich habe das Ding, ja, mich da ewig geschröpft, weil es halt wirklich auch teuer ist. Also ihr müsst es natürlich nur einmal anschaffen. Jetzt das Gerät, sage ich mal, das ist jetzt gerade auch ausgeschaltet, sonst wird es hier die ganze Zeit runterfließen. Wo das halt eben automatisch einfach rauskommt hier durch den Sensor. Und dann kauft ihr halt immer das zum Nachfüllen. War ja in der Pandemiezeit der Burner natürlich, ne, weil man ja kontaktlos dann die Hände waschen konnte. Ich finde es auch wirklich gar nicht mal so doof. Erstens aus Hygienegründen und zweitens für Kinder ist es auch super praktisch und einfach ganz lustig, dass es dann hier wup, wup rauskommt. Und zwar, es ist mittlerweile ein Klassiker. Er war auch auf dem Aufsteller, bei dem ich, wie gesagt, total in dem verfallen bin. Balea Reinigungsöl mit Arganöl. Das war so lange so gehypt. In dieser Zeit hatte ich immer diese Wimpern-Extensions drauf und konnte nie Reinigungsöl verwenden. Bin eigentlich da auch ganz happy mit meinem Yepoda Balm. Aber wie gesagt, ich war da und dann habe ich halt das, habe ich es einfach mal mitgenommen. Dann ein neues Deo. Also das war auch neu im Sortiment von Alverde. Das finde ich auch schön handlich und flach. Das ist jetzt so ein super, super reines. Also wie gesagt, ist von Alverde, Naturkosmetik. Kosmetisch. Das für ein Akzent. Kein Aluminium drin, pure, fresh. Gerade jetzt in dieser Zeit, ja, setze ich lieber auf eins, was also erstens mal aluminiumfrei ist und dann halt zweitens Naturkosmetik. Riecht auch ganz nice. Typisch Alverde halt, so ein bisschen kräuterig. Und auch eine Neuheit, oh, da habe ich gedacht, der Preis, aber es ist irgendwo vielleicht gerechtfertigt. Und zwar dieses Tool hier. Das ist ein Massagetool für den Kopf, dachte ich. Ich habe es falsch verstanden. Okay, dafür werde ich es verwenden. Das steht für Körper und Gesicht. Ups, aber umso besser. Also, es ist so ein Massagetool jetzt mit Rosenquarz drauf. Ihr kennt es ja alle, ne? Gua Sha, Dinger, Schaber, dann die Roller. Ist schon seit Jahren der Hype. Und jetzt hat Ebelin, das finde ich ganz cool gemacht, dass ihr an diesem Holzgriff, der auch aussieht wie so eine Blume, vorne dieses Rosenquarz habt, wofür ich das eigentlich nämlich verwenden wollte. Aber ja, stimmt eigentlich. Man kann sich ja damit zum Beispiel schön hier das Öl einmassieren oder das Gesicht damit. Wofür ich es eigentlich verwenden wollte, war für die Haare, eben für die Kopfhaut. Und zwar zum Beispiel, wenn ich meine Ölkur mache, das mache ich immer mit meinem Haaröl,
Das ist auch 100% natürlich, also könnt ihr schön auf die Kopfhaut geben, wie eine Kur einwirken lassen, über ein paar Stunden auch das. Oder dann eben auch sogar mein Haarserum, das schadet auch nicht. Also das wirkt ja eben gegen Haarausfall, regt die Haarwurzeln an, regt das Wachstum an und so weiter. Aber wenn ihr dann nochmal zusätzlich eine schöne Massage dem Ganzen bietet, boostet es den Effekt. Das Ganze dann auch vorbeugend gegen den Haarausfall nach der Schwangerschaft. Den kennen wir alle, vor allem während man stillt und so. Hat mich letztes Mal auch ereilt. Ich habe durch das Haaröl das so ein bisschen bremsen können, finde ich. Also meine Haare kamen sehr schnell wieder zurück und es war im Rahmen, aber ich hatte definitiv Haarausfall. Und diesmal habe ich ja mein Haarserum nämlich gespannt. Also das sollte eigentlich vor allem so im Duo mich richtig gut durch die Zeit bringen. Ja, und dann noch ein Tool, was bei mir nie fehlen darf, diese kleinen Augenbrauenformer. Das sind ja so kleine Rasierer für die Augenbrauen. Ich nehme die aber auch gerne so fürs ganze Gesicht ab und zu. Die sind schön klein und fein, also damit kommt man dann sehr gut klar. Und ja, sobald die stumpf werden, muss man die halt austauschen. Dann, das habe ich jetzt neu für die Maniküre, und zwar solche Holzstäbchen, die vorne aber auch so, wie nennt man das dann? Also es ist wie bei einer Feile so rauer, das ist wahrscheinlich einfach so auch Sandblatt oder sowas. Da schiebt man sich manchmal verrückt und das tut es dann gleichzeitig so ein bisschen besser entfernen, wenn ihr wisst, was ich meine. Weil ich mache meine Nägel immer selber, immer noch. Und deswegen auch hier diese Stifte, die liebe ich auch so sehr. Von Essence, diesmal habe ich mir einmal den Nail Care Pen, also einfach so zur Pflege genommen. Weil es geht schnell, ihr macht mit dem Stift und ich habe halt ständig trockene Nagelhaut. Und das hier ist aber nochmal speziell eine, also um die Nagelhaut ein bisschen zurückzuschieben, das so ein bisschen zu entfernen, ist auch alles ganz sanft. Aber eben, wenn man die Maniküre macht oder um zwischendrin die Nägel ein bisschen schöner aussehen zu lassen. Was ich auch ein geniales Tool fand, war hier von Ebelin. Das habe ich noch gar nicht gesehen und entdeckt gehabt. Der Doppelspitzer, der aber so einen Deckel hat. Ja, Gott sei Dank endlich. Leute, ich sag's euch. Immer diese Spitze in der Schublade, selbst die, die diesen Plastikdeckel drauf haben, das ist mir schon so oft abgegangen und ihr wisst dann, ne, diese Sauerei von diesem Spitzer. So, bisschen random Stuff. Thema Seife, habe ich mir wieder die Küchenseife von Balea nachgekauft. Die ist antibakteriell und riecht nach Zitrone. Ich habe gerne einfach in der Küche zwischendrin mal eine Seife, vor allem, wenn wir Katzenfutter machen und so. Und das brauche ich eine, die diesen Geruch entfernt oder wenn man halt so Knoblauch geschnitten hat. Dann Schwangi Problems. Ich nehme so normale, diese Nahrungsergänzung mit Folsäure in der Schwangerschaft. Ich habe mir jetzt aber nochmal Magnesium geholt. Ich weiß es noch vom letzten Mal und es fängt auch schon wieder an. Diese Wadenkrämpfe, die man kriegt, dann diese Schmerzen im Handgelenk und überhaupt Magnesium, was auch oft empfohlen wird zu supplementieren. Und ich habe mir das mal durchgelesen und habe eigentlich gemerkt, okay, alle Probleme, die ich gerade habe, sind anscheinend mit Magnesium zu lösen. Deswegen, und was ich cool finde, ist bei Doppelherz, da hatte ich auch schon diese Immunabwehr-Dinger. Und jetzt habe ich mir die Magnesium-Version davon geholt. Das sind so kleine Sachets mit Pulver und es gibt dir dann direkt auf die Zunge und dann bitzelt es. Soll schneller wirken, aber ich finde einfach die Handhabung angenehmer als Tabletten zu schlucken. Noch zwei Esssachen. Ich bin verrückt nach diesen Mienudeln. Ich liebe das DM. Die hatten, sind glaube ich sogar, ja, welche aus Dinkel. Wir haben nämlich so ein Nutrili-Rezept, so Asianudeln mit denen und das könnte ich jeden Tag einfach essen. Deswegen kaufe ich mir die immer wieder nach. Und hoffe, DM hat sie auch noch weiterhin im Sortiment. Und ja, auch sehr lecker und immer noch bei uns so beliebt. Mein Mann und ich lieben diese Spotless Proteinriegel. Ich kann sie immer wieder empfehlen. Ich finde das Preis-Leistungs-Verhältnis so toll, weil viele Proteinriegel sind halt echt teuer, selbst in der Drogerie. Und gerade vegan gibt es dann super wenig Auswahl. Und die schmecken einfach wie so ein Schokoriegel, wie so ein, ja, vielleicht nicht ganz wie ein Snickers oder Mars, aber es geht sehr, sehr stark in die Richtung. Also ihr habt nicht dieses trockene Proteinriegelgefühl, sondern das ist saftig, cremig, karamellig, schokoladig und dabei hat es noch super Nährwerte. Also klar, volle Proteine, aber auch sehr, sehr zuckerarm, was die auch oft nicht sind. Das ist halt immer so ein bisschen Täuschung, dass man denkt, man hat jetzt die gesunde Alternative, aber im Endeffekt habt ihr euch so viel Zucker wie fast ein Snickers reingehauen und ist bei denen halt nicht so und die kosten halt unter 1 Euro, also top. Ich habe euch letztens auch noch meine Frühlingsfavoriten hochgeladen. Da ist auch viel aus allen Bereichen, Beauty, Fashion und so weiter. Da könnt ihr auch mal gerne schauen, was ich so empfehle. Und davor habe ich euch noch mal ein DM-Testvideo, ein Live-Test mit euch hochgeladen, wo ich ein paar Beauty-Neuheiten mit euch ausprobiere. Schaut da gerne vorbei, abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss!